Ihr habt es vernommen, am 28. Mai dürfen wir in der Schweiz wieder Gottesdienste feiern. Judi hui! Aber vorerst ist das gemeinsame Singen noch nicht erlaubt. Diese einschneidende Entscheidung hat der Bundesrat getroffen, nachdem sich Samaruga und der Berset als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt haben und sich selbstlos der Gefahr von Musik ausgesetzt haben. Als zweiter Schritt hat sich der Bundesrat in Dutzende von Livestream-Gottesdiensten eingeklinkt, um sich ein genaues Bild zu verschaffen, was wir unter Singen in der Kirche verstehen. Auch wenn der Entscheid bei uns Pastoren und Worship-Leiter viel Unmut stösst, sollten wir dankbar sein, dass wir doch eine Regierung haben dürfen, die sich für die Sicherheit von unserem Gottesdienst einsetzt, da Singen doch schon das eine oder andere Opfer gefordert hat. Jetzt ist es Zeit, dass wir innovativ werden und die Regeln vom Bundesrat so interpretieren, damit wir trotzdem am Herrn alle Ehre geben können, ohne gerade unkontrollierte Hallelujas ausbrechen zu müssen. Halleluja! Ja, wie wäre es mit Treppen? Das hätte ja sowieso nichts mit Singen zu tun. Und da die Kirchen sowieso zu oben haben, verstaubt sein, könnte der neumodische Musikstil, der in den 70er Jahren in den USA entdeckt worden ist, auch in unserem Land Gottesdienst beleben und die Menschen von der Straße in die leeren Kirchen locken. This song for the Christian youth. I wanna teach kids the Christian truth. Sehr wahrscheinlich wird in den nächsten paar Wochen auch die altbewährte Brassband eine Renaissance erleben. Insbesondere jetzt, wo der Bundesrat ja auch das Weiterreichen von der Kollektenkörbli im Gottesdienst verboten hat, könnte die lüpfige Blasmusik nicht nur der Weihnachtszeit dazu verhelfen, dass Kollekten trotzdem grosszügig zusammenkommt. Für die Kirchen, die bereits an früheren Vereinsversammlungen darüber abgestimmt haben, dass das Schlagzeug nicht vom Teufel ist, könnten ebenfalls gesalbte Schlagzeugsolos dafür sorgen, dass unsere Gottesdienste nicht sang- und klanglos über die Bühne gehen. Da die Senioren zu der Risikogruppe gehören und in der nächsten Zeit wahrscheinlich daheim werden bleiben, müssen sich Pastoren auch nicht fürchten, dass treue Gemeindeglieder wegen dem Lärm plötzlich ihre Zehnten nicht mehr geben. Wenn wir Menschen schon nicht dafür singen, dann besteht ja vielleicht die Chance, dass wir die ganze Schöpfung mit den Lobpreis involvieren, so wie das in den ehrwürdigen Psalmen ja auch beschrieben ist. Im progressiven Kanton Zürich experimentieren erste Bandmitglieder damit, ihre Haustiere vor das Mikrofon zu setzen. Verlässliche Quellen bestätigen, dass bei diesen Experimenten, außer ein paar Zuhörer, kein Tier Schaden genommen haben. Tja, liebe Leute, ein Gottesdienst zu feiern ohne gemeinsam singen ist genauso trocken wie Spaghetti essen ohne Soße. Aber das gemeinsame Singen im Gottesdienst ist ja immer ein Ausdruck von Dankbarkeit. Und darum überlasse ich dem Bundesrat Uli Maurer das letzte Wort. Er hat uns kürzlich ermutigt, nicht auf das zu schauen, was momentan verwehrt bleibt, sondern das zu wertschätzen, was wir freie Schweizer auch in Corona-Zeiten nebst dem Beten noch alles tun dürfen. Besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport, genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser, alles was wir haben. Und somit ziehe ich das Fazit mit dem Sprichwort von unseren Gründungsvätern von der Eidgenossenschaft. Ist dir das Singen in der Kirche verwehrt? So genieße einfach die Schweiz. Gott wird auch so geehrt. Halleluja, 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 Halleluja.